Königlich weiß-blau strahlte er. Der Himmel über dem Rohbau des neuen BMW Logistikcenters und späteren Verteilzentrums in Wallersdorf. Fast wie bei einer Hochzeit, nur dass hier die Verlobungsfeier mehr oder weniger übersprungen wurde. Denn einen offiziellen Spatenstich gab es für dieses 200-Euro-Millionen teure Wirtschaftsprojekt nie. Dafür nun aber ein umso spektakuläreres Richtfest. Es ist heute eigentlich Spatenstich und es ist Grundsteinlegung. Und auf der anderen Seite sieht man ja schon fast alles. Das ist wie wenn man bei einer Hochzeit ist und die Braut ist in guten Umständen und das sieht man auch schon. Und man weiß schon, also in kürzerer Zeit als sonst können wir wieder feiern. Also die Taufe und in dem Fall die Einweihungsfeier. Ein straffer Zeitplan und die ausgezeichnete Behörden- sowie unternehmensübergreifende Zusammenarbeit machte das bisher Geschaffte überhaupt möglich. Ich freue mich, dass es in einer Gemeinschaftsleistung gelungen ist, hier die Ansiedlung vorzunehmen. Das ist für die Region natürlich mit ganz vielen Arbeitsplätzen verbunden. Aber es passt auch zu uns mit BMW und der Dibak natürlich, dass wir das hier bestens hingekriegt haben. Es war natürlich eine Herausforderung, in dieser kurzen Zeit auch zusammen mit dem Markt Wallersdorf, mit dem Landratsamt Dingolfing-Landau, die planungs- und baurechtlichen Voraussetzungen zu schaffen, um das Projekt dann auch rechtzeitig auf den Weg zu bringen. Denn der Zeitplan ist sehr straff. Wir haben ja eigentlich nur ein Jahr Bauzeit. Es ist im Oktober mit dem Bau begonnen worden. Und am 1. Oktober diesen Jahres wollen wir ja schon das fertige Projekt übergeben. Das fertige Projekt, ein 18 Hallen umfassender, 235.000 Quadratmeter großer Gebäudekomplex. Knapp drei Viertel der Fläche geschaffen für einen hochtechnologisierten und effizienten Logistikbereich. Der Rest soll ab Herbst in Form eines Verteilzentrums samt Büroflächen in Betrieb gehen. Ein Standortbekenntnis der BMW Group, die ihre Wurzeln ja im niederbayerischen Dingolfing hat. Für uns hat es eine sehr große Bedeutung, weil ja auch unser Dynamikzentrum und damit der Kern der BMW After Sales Logistik Teil des Standorts Dingolfing ist. Und deswegen waren wir natürlich auch sehr bedacht darauf, jetzt die Ausbauten in Schlagdistanz zu haben, weil das einfach die Prozesse vereinfacht. Und von daher ist es für uns heute wie auch in Zukunft ein ganz wichtiger Standort. Dabei war es bis zum Zuschlag für den Markt bis zuletzt ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem Konkurrenten Regensburg-Obertraubling. Ein Glücksfall, den Bürgermeister Ottmar Hirschbichler selbst knapp ein Jahr danach immer noch kaum fassen kann. Und das überzeugt da jetzt viele Kritiker, die sagen, Mensch, wie schnell wächst die Baustelle. Man sieht jeden Tag, was dazukommen. Da ist eine unwahrscheinliche Logistik dahinter. Also der heutige Tag ist natürlich ein ganz toller Tag. Also ich war ja damals, wie das bekannt geworden ist, habe ich schon gesagt, wir im Delirium. Und heute ist der zweite Teil. Weitergearbeitet wird, während die anderen noch feiern, schon am nächsten Teilstück des Projekts. Die Umgehungsspange soll umgehend realisiert werden, um den späteren Verkehr aus Wallersdorf herauszubekommen. Ferner ist hier in Kombination mit der Größe selbstverständlich auch der Verkehrsanschluss für uns wichtig. Wir wollen versuchen, aus den vielen kleinen Lagern, mit denen wir aktuell arbeiten und der Konzentration hier an dem großen Standort, möglichst viel Transport und Tonnage auf die Schiene zu verlagern und somit den Verkehr zu entlasten. Das gelingt uns hier natürlich fantastisch. Doch trotz aller Feierlaune beim Richtfest und der Grundsteinlegung bleibt der gewünschte zweigleisige Ausbau mit Sicherheit noch ein Thema, das über die Inbetriebnahme im Oktober hinaus alle Beteiligten beschäftigen wird. Wir erwarten jetzt eigentlich sehr, sehr schnell, dass zwar nicht die ganze Strecke, aber doch bestimmte Streckenabschnitte zweigleisig ausgebaut werden. Entweder zwischen Wallersdorf und Landau, zwischen Landau und Dingolfing oder auch zwischen Dingolfing und Wörth. Und natürlich ist ein Ausbau immer ein Vorteil, weil wir auch eine Wachstumsaspiration in die Zukunft haben. Das wäre sicherlich auch für uns gut. Ja, da werden wir natürlich weiter dafür kämpfen, weil die Erschließung ein ganz wesentlicher Punkt ist. Aber ich weiß, es gibt auch Verhandlungen zu diesem Bereich. Wann genau die Schlüsselübergabe an den Mieter des Logistikzentrums Kühne und Nagel stattfinden soll, stand heute allerdings noch nicht fest. Sicher ist nur, es wird bestimmt pünktlich sein.